Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Schupelius fragt. Heute habe ich Fragen an Indien. Die Merkel, die Bundeskanzlerin Merkel, war in Indien. Indien kommt nach Berlin, und zwar ins Olympiastadion. Anfang Juli werden wir hier das World Culture Festival erleben. 70.000 Menschen werden erwartet. Was verbirgt sich dahinter? Wer organisiert es? Der Mann, der alles anführt, ist hier im Studio. Ravi Shankar, good evening. Good evening. Guten Thanks Abend. For coming. To TV Berlin, Schupelius fragt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Und hier ist auf der anderen Seite Beatrice Goyoaga. Frau Goyoaga, danke, dass Sie auch gekommen sind. Sie sind auch beteiligt. Ich frage Sie zuerst, warum dieses große Festival in Berlin, warum bei uns? Ich glaube, das muss man ihn fragen. Er hat sich Berlin aufgewählt. Ladies first. Aber ja, Berlin liegt ganz zentral. Das ist auch, Deutschland ist vielleicht das Nummer 1 Land Europas. Und alle Leute kommen dann leichter nach Berlin als zum Beispiel nach Barcelona. Das hören wir Berliner gerne. Ravi Shankar, why do you want to come to Berlin for the Culture Festival, World Culture Festival? Is this sort of center of Europe? Berlin is the heart of Europe. Warum findet das Festival hier in Berlin statt? Berlin ist das Zentrum Europas. Really, to Berlin? Die ganze Welt möchte nach Berlin kommen. Yeah, we'd like to make an opportunity for everyone to come. Ja, ich möchte der ganzen Welt die Gelegenheit geben, dass sie die Kultur, die Musik erleben kann und ein Gefühl bekommen kann für eine Weltfamilie. Woher kommen Sie her? Ich komme aus Indien. Ah, Sie sprechen Deutsch. Ich komme aus Indien. Ein bisschen. Ah, sehr gut. Ich verstehe. Aber Indien ist groß. Woher? Where from? Bangalore. Bangalore. Where is that? Ich komme aus Bangalore. Silicon Valley. Bangalore ist das Silicon Valley Indiens. Im Süden, zentralen Süden Indiens. Was ist das Geheimnis Ihrer Kunst? What's the secret? The secret of what we are doing? Stress-free life. Stress-free life. Ein stressfreies Leben zu führen. Leben ohne Stress. Richtig. And how do you achieve that? You know, I have simple love. Ich habe sehr einfache Atemübungen, Yoga, Meditation und eine weite Sicht auf das Leben, dass wir eine Weltfamilie sind. Das hält uns im gegenwärtigen Augenblick, weil der Geist in der Regel in die Zukunft geht oder in die Vergangenheit wütend ist, über die Vergangenheit sich Sorgen macht über die Zukunft. Der Geist kommt zurück in den gegenwärtigen Augenblick durch den Atem. Atmen. Das Atmen, richtig. Das klingt einfach, aber Sie werden im Forbes-Magazin gewertet als unter den einflussreichsten Indern der Welt auf Platz 5. Wie kann das sein? How did you come to that place in Forbes on number 5 with Atmen? We do quite a lot of social work. Wir machen viele soziale, humanitäre Projekte. Und meine Hauptmitteilung ist, dass wir eine stressfreie, gewaltfreie Gesellschaft haben sollen. In der Gesellschaft, aber auch im Herzen des Individuums. In der Welt gibt es so viel Stress, so viel Wut. Wir brauchen Techniken, um den Geist zu beruhigen, dass wir in uns selbst friedvoll werden. Und Menschen aus allen Kulturen und Traditionen bringen wir zusammen. Das ist die Arbeit, die wir in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Sie haben auch irgendwann angefangen mit diesem Atmen. Können Sie uns erklären, wie das kam? Sie kommen aus Südamerika, hatten vorher ganz anders geatmet und waren Journalistin. Also ich bin mal noch Journalistin. Ich war damals ganz gestresst. Und durch dieses Stressmanagement-Kurs, was ich bei dem Kunst des Lebens oder Art of Living gemacht habe, mein Leben hat sich sehr verändert. Es hat mich sehr tief betroffen und habe ich gefunden, dass es eine Methode gibt, ohne mein Leben zu verändern. Ich bin ja katholisch und werde auch dabei bleiben. Ich bin nicht die tollste Katholik, aber ich werde dabei bleiben. Und jeden Tag mache ich diese Technik, die mein Gehirn beruhigen. Und dann kann ich die verschiedenen Krisen, die im Leben gibt, dann durchgehen mit einer anderen, in eine Mitte, was ich früher nicht hatte. Ja? Und das ist noch was anderes als Yoga. Also wenn Yoga kennen die meisten jetzt auch, die hier zuschauen, schon so ein bisschen, wenn man
kann sich was vorstellen. Das ist was anderes, sagen Sie. Das ist Yoga des Atems. Wir benutzen des Atems, ist das billigste Medizin der Welt. Ohne Nebenwirkungen, ohne ganz schwer, also Ärzte, Rezepte zu bezahlen oder so. Wir können unseres Atem benutzen, um jeden Tag mehr ruhig durch das Leben zu gehen. Und das mache ich jeden Tag und das hat mich so betroffen. Ich habe zwischendurch ca. 38.000 Menschen die Programme beigebracht. Vom Präsidenten bis auf Leute im Gefängnis. 38.000 Menschen haben von Ihnen gelernt. Genau. Ja? Ist das möglich? Ravi Shankar, how so many people learned from her? Can you explain how? So viele Menschen haben von ihr gelernt. Warum? Wie? Die Menschen suchen so etwas. Sie möchten sich entspannen. Sie möchten sich gut fühlen. Und mehr Energie haben. Weniger Stress. Mehr Zeit auch. Heute haben wir keine Zeit mehr. Und das ist nicht eine Art von Yoga, wo es um körperliche Fitness geht. Hier geht es um Atem und jeder atmet. Aber wir lernen Atemübungen hier, die uns helfen, uns mehr Energie zu geben in kurzer Zeit. Was heißt dieses Atmen? Welche Technik? Können Sie uns erklären, um welche Technik geht es? Mind, emotions, der Atem ist das Bindeglied zwischen Geist, Körper, Emotionen und den Empfindungen. Breath, und wenn wir über den Atem etwas lernen, dann ist unser Geist stärker, wir fühlen uns positiver und negative Emotionen gehen. Und da gibt es wirklich sehr viele Vorteile. Und was ich sage ist, das eine ist Yoga und Atemübung, aber das andere ist, Menschen aus allen Kulturen zusammenzubringen in einem Gefühl der Feierlichkeit. Und das brauchen wir. Wir müssen fühlen, dass wir deswegen bringen sie die Leute nach Berlin, sodass wir mit der ganzen Welt verbunden sind. It means that in Olympiastadion, what do you want people to do there? Was sollen die Leute dort tun? Come and celebrate life. Sie sollen zusammenkommen und das Leben feiern. Musik aus der ganzen Welt zu feiern, da Teil zu sein. Musik, ein bisschen Meditation, den Geist zu beruhigen, 10 Minuten Stille. Lot of music, dance. Tanz. And be part of service projects around the world. Und Teil zu sein von so, humanitären Projekten auf der ganzen Welt. Wenn man da jetzt Welt. Hinkommt, dann ist man schon ein Teil der Bewegung. Oder gibt es auch Leute, die von außen kommen und sagen, ich will einfach mal zuschauen? Es gibt viele Leute, die von außen kommen, die möchten auch mal zuschauen und unterstützen. Die Idee ist, dass alle Menschen von alle politische Ideen, alle Religionen, alle Länder, alle Kulturen zusammenkommen und sagen, wir sind eine Weltfamilie und wir zelebrieren zusammen. Und es ist egal, woher sie kommen, sie brauchen auch nicht ein Programm bei Art of Living gemacht zu haben. Es gibt aber eine Struktur, also es ist jetzt nicht wie die Love-Parade, dass alle zusammen irgendwo lang marschieren, sondern sie haben ein Programm. Aber die Leute können sich eine Karte kaufen für wenig Geld und einfach den ganzen Tag dort verbringen. Es werden 4 Pavillons, Pavillon von Afrika, Pavillon Europa, Pavillon Asien und durch Spazieren, wenn es kein Programm innen drinnen im Olympiastadion gibt, dann können sie spazieren gehen und es gibt Dauermusik, dann gibt es auch eine Yoga-Veranstaltung und die Schönheit des Yogas auch die Welt zu zeigen und wir werden alle da einfach uns sehen. Liberieren, ja, ein Fest. We have Gottfried Fischer coming. Gottfried Fischer wird da sein. Singing, make everybody sing and everybody's going to sing. Zum Singen anregen. And the German folk song is also I was so. Oh, deutsche Volkslieder. Die Ode. And then 31 Pianos will be. Freude schöner Götterfunken singen. 31 Klaviere. Und es gibt eine Performance mit 30 Pianos. Together. 31. It's going to be 30. For sure, we are going to have one more piano possible. 31 Pianos werden es sein, die zusammenspielen und afrikanische Trommler, Tausende von Gitarren, die zusammenspielen. So it'll be a very, very unique program. Es wird ein einzigartiges Programm werden. Das ist noch anders als der Kirchentag. Sie waren gestern auf dem Kirchentag in Berlin. You have been to the German Kirchentag. So what's the difference between Kirchentag and Culture Festival? Was ist der Unterschied zwischen Kirchentag, wo Sie gestern gesprochen haben, und dem World Culture Festival? Hier werden die Menschen aus der ganzen Welt kommen. Wir haben Tänzer aus Japan, wir haben Menschen aus Russland, aus Bulgarien.
so, der Volktanz. And Indian, of course, Inder werden hier sein. Indischer Tanz, das Schweizer Alphorn wird da sein. So it's a very, very unique opportunity. Es ist eine einzigartige Möglichkeit, die Welt zu sehen, weil die Welt kommt nach Berlin. Did you say it was the first festival of that kind? Es ist das erste Festival dieser Art. Wir hatten ähnliche Festivals in Indien vor 5 Jahren, wo wir 2,5 Millionen Menschen während 3 Tagen zusammenkamen. Menschen aus der ganzen Welt. Und es ist das erste in Europa, ja, zum ersten Mal. Wie Sie schon gesagt haben, Berlin ist für Sie das Zentrum hier. It's the center of Europe. Ja, korrekt. And of course, the people in Berlin were also die Menschen wanting to have this, in Berlin wollten das Festival hier haben, und die Deutschen haben gesagt, es soll in Deutschland sein und in Berlin. Wie oft waren Sie schon hier? Ich war hier schon mehrere Male in Berlin, 5, 6 Male war ich schon. Where do you used to live in Berlin? Which area is it? No, I would come and go. You know, because ich komme einfach und gehe für kurze Zeit. It's in between India and America. Deutschland ist zwischen den USA und Indien, und wenn ich also in die USA reise oder zurück, dann halte ich in Deutschland. Is there a direct flight from India to Berlin? Gibt es einen direkten Flug Indien nach Berlin? Nein, von Indien nach Frankfurt und dann Berlin. Okay, wir haben eine kleine Pause für die Werbung, aber bleiben Sie dran. Danach geht es noch einmal um das besondere Geheimnis von Ravi Shankar und warum er es schafft, so viele Leute im Olympiastadion zu versammeln. Es könnten 70.000 werden, gleich nach der Werbung.